der Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der hat es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian. Hey Leute, schaut mal, auf was für einem heißen Ofen ich hier sitze. Gut, ne? Ich will heute checken, wie man so eine Maschine fährt und wie Motorräder überhaupt funktionieren. Also ich glaube, die anzumachen kann ja schon mal nicht so schwer sein. Wieso? Okay, das war der falsche Knopf. Ich glaube, der Anlass ist hier. Boah, das klingt schon besser. Heute dreht sich alles um Motorräder. Und ich muss jetzt erstmal jemanden finden, der mir beibringt, wie man so eine Maschine fährt. Motorräder gibt es schon seit mehr als 130 Jahren. Die allerersten sahen noch eher aus wie Fahrräder. Heute sind Motorräder super ausgeklügelte Fahrmaschinen und es gibt zig unterschiedliche Modelle. Superschnelle Rennmaschinen, die mehr als 300 km/h fahren. Motocrossbikes fürs Gelände, mit denen man die steinigsten Pisten hochkommt. Besonders lässige Motorräder und natürlich Maschinen für den Alltag. Und manche fahren mittlerweile sogar fast lautlos, mit Elektromotor. Ich will heute zum ersten Mal selbst eine Runde mit einem Motorrad drehen und bekomme dafür eine Anfängerfahrstunde von Fahrlehrerin Liane. Außerdem möchte ich rausfinden, wie der Motor bei einem Motorrad genau funktioniert und darf dafür selbst ein wenig schrauben. Und ich probiere einen mega anspruchsvollen Motorsport aus. Ob ich das hinkriege? Also, Helme auf, hier kommt der Motorradcheck. Und jetzt die Checkerfragen. Hab sie. Wie fährt man Motorrad? Wie funktioniert ein Motor? Und was ist Elektro-Trial? Das checke ich für euch. Ich bin jetzt mit Fahrlehrerin Liane verabredet und die zeigt mir, wie das Motorradfahren überhaupt funktioniert. Dafür habe ich mir extra coole Klamotten organisiert. Also, gleich geht's los mit der ersten Checkerfrage. Wie fährt man Motorrad? Hey Liane! Servus! Ich freue mich schon auf meine erste Fahrstunde mit dir. Ich bin ja schon richtig in Klamotte jetzt. Bin bereit quasi. Ja, und ich erst. Aber du willst doch nicht so Motorrad fahren. Da braucht man wahrscheinlich so Schutzkleidung, oder? Da hast du verdammt recht. Ist das das? Genau. Dann ziehe ich das jetzt an. Sehr gut. Zack, zack, zack. Auf geht's. Boah, das ist ja ein krasses Gefährt. Ja, schon schön, gell? Damit wirst du fahren. Boah, aber das hat bestimmt auch richtig Power, ne? Kein Wunder, hat man solche Schutzklamotten ja. Ich habe genau auch richtig hier so Schoner und hier in der Jacke. Richtig, hinten am Rücken. Hat er auch. Genau. Überall und einen Helm und richtig massive Handschuhe. Genau, richtig. Das ist auch wichtig, damit du ordentlich geschützt bist, damit dir nichts passiert. Okay, und können wir jetzt so losfahren? Du darfst leider noch nicht losfahren, weil das öffentliche Straße ist. Ich würde die Maschine zum Parkplatz fahren und da startet quasi deine Fahrstunde. Dann wirst du Step für Step angeleitet. Okay, das ist mir, glaube ich, auch lieber. Ja. Vor meiner Fahrstunde habe ich aber noch was zu erledigen. Toll. Leute, ich schraube hier gerade an meiner Checkermaschine und jetzt sollte sie wieder anspringen. Passt mal auf. Okay, also das klingt ja jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich muss dann noch mal schrauben. Jetzt erstmal eine Frage an euch. Was war denn das? Oh Mann. Ich will von euch wissen, was ist ein Wheelie? A. Wenn ein Motorrad nur auf dem Hinterrad fährt. B. Wenn das Hinterrad beim Motorrad durchdreht. Oder C. Eine Haltestange für den Beifahrer. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Okay, also wir sind jetzt auf dem Übungsplatz. Das heißt, ich kann hier ganz ungestört fahren lernen. Was muss ich denn als erstes wissen? Also ich glaube, das hier ist das Gas, ne? Richtig, das ist das Gas. Hier vorne die Vorderradbremse. Mhm. Ja, die reagiert sehr stark. Mhm. Hier unten findest du die Fußbremse. Hier drüben hast du die Kupplung, die ist sehr, sehr wichtig für dich. Ja, Kupplung also ist wie beim Auto.
Das braucht man, um die Gänge zu wechseln, ne? Richtig, genau. Und die passenden Gänge findest du hier drüben. Mhm. Ja, und die schaltest du natürlich dann mit dem Fuß und nicht mit der Hand. Wenn du schneller werden willst, schaltet man hoch. Wenn du langsamer werden willst, schaltest du runter. Mhm. Okay, also Autofahren kann ich ja, aber ich glaube, das wird nochmal was ganz anderes. Motorradfahren scheint ziemlich kompliziert zu sein. Aber ich krieg das schon hin. Zündung an. Jetzt wirst du einmal Motor starten. Ah, jetzt hier auf den Anknopf, ne? Genau, richtig. Okay. Das merkst du. Dadurch, richtig, wollte gerade sagen. Spiel mal ein bisschen mit dem Gas. Hat Bums okay, und jetzt nochmal fein. Genau. So fahre ich dann an, oder? Erstmal langsam. Endlich geht's los. Beim Gang einlegen muss ich die Kupplung ziehen. Dann heißt es, etwas Gas geben und den Kupplungshebel langsam loslassen. Und schon fährt das Motorrad los. Gut, und jetzt gib mal ein bisschen Gas. Ey, gar nicht so leicht. Ich muss mich echt konzentrieren, um die schwere Maschine gerade zu halten. Aber fürs erste Mal klappt's ganz gut, oder? Kupplung und Bremsen. Sehr gut. Hey, okay. Super gemacht. Boah. Das war ja Hammer, es hat mega Spaß gemacht. Sehr schön, sah auch super aus, Julian. Danke. Und was wäre jetzt so der nächste Schritt, den so ein Fahrschüler bei dir lernen muss? Als nächstes muss er natürlich sämtliche Grundfahraufgaben einmal durchmachen, damit er dann rausgehen kann in den fließenden Verkehr, damit er sich in jeder Notsituation zu helfen weiß. Okay, na dann zeig mal. Sehr gerne. Motorradfahrer und Fahrerinnen müssen auf jede Situation vorbereitet sein. Deshalb lernen Fahrschüler als erstes das Motorrad beim Slalom in Balance zu halten. Bei der Kreisfahrt werden Kurven trainiert. Und natürlich müssen Motorradfahrer auf gefährliche Situationen reagieren können und zum Beispiel Ausweichmanöver fahren. Oder eine Gefahrenbremsung hinbekommen. Das sah jetzt echt gut aus. Vielen Dank. Aber ich habe auch noch eine Frage. Du hast so eine Gefahrenbremsung gemacht. Und ja. Sowas macht man ja auch nur in einer Gefahrensituation, eine Vollbremsung. Ist Motorradfahren eigentlich gefährlich? Es ist zumindest nicht ungefährlich. Du darfst natürlich nicht vergessen, du hast keine Knautschzone wie im Auto. Da hast du sehr viel Blech um dich herum und das hast du beim Motorrad einfach nicht. Mhm. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass du sicher fährst, verantwortungsbewusst und natürlich nicht zu schnell. Wer Motorrad fahren will, muss natürlich einen Führerschein haben. Für Motorräder gibt es aber verschiedene Führerscheine. Je nachdem, wie alt der Fahrer oder die Fahrerin ist, entscheidet sich, welchen Führerschein man machen darf und wie stark der Motor der Maschine sein darf. Wer mindestens 15 Jahre alt ist, darf die Prüfung fürs Mofa-Fahren machen. Ein Mofa darf maximal 25 km/h schnell fahren. Ab 16 Jahren sind dann Roller und Motorräder mit ziemlich wenig Leistung erlaubt. Natürlich auch nur für die, die den Führerschein dafür machen. Mit 18 Jahren kann dann jeder den Führerschein für große Maschinen machen. Allerdings dürfen Motorradneulinge die ersten 2 Jahre nur mit gedrosselten Maschinen fahren. Also mit Motorrädern, die nicht so stark sind. Denn einige moderne Maschinen beschleunigen schneller als Rennautos. Deshalb sollen Motorradfahrer erstmal Erfahrung sammeln, bevor sie damit losdüsen dürfen. Zum Schluss probiere ich auch noch eine der Grundaufgaben zu fahren: den Slalom. Gar nicht so leicht. Ja. Super! Cool! Boah, ey, das hat Spaß gemacht. Super war das für die erste Stunde. Ja? Ja. Cool. Also, ein Hütchen habe ich ja umgeschmissen. Aber Motorradfahren ist ja halt wirklich schwer und gar nicht so leicht zu beherrschen. Aber die Fahrstunde hat mega viel Spaß gemacht. Vielen Mir Dank auch. Dir. War super. Das Wichtigste beim Motorradfahren ist die Schutzkleidung. Wer den Führerschein macht, fährt zuerst auf dem Übungsplatz, bevor es auf die Straße geht. Gecheckt. Ihr habt doch vorhin mein lässiges Rocker-Outfit gesehen, oder? Das habe ich natürlich nur zum Spaß angezogen und ein richtiger Rocker bin ich auch nicht. Die ersten Leute, die wir heute als Rocker bezeichnen würden, lebten vor ungefähr 70 Jahren in den USA. Das waren vor allem Menschen, die sich von der Gesellschaft abgrenzen und anders leben wollten als die meisten Menschen zu dieser Zeit. Mit ihren Motorrädern sind sie kreuz und quer durchs ganze Land gefahren. Oft haben sie sich auch zu Gruppen zusammengeschlossen und Motorradclubs gegründet. Manche dieser Rocker waren richtige Outlaws, also Menschen, die sich nichts vorschreiben lassen wollten und sich nicht um Regeln und Gesetze gekümmert haben. Das klingt jetzt erstmal nach einer Menge Abenteuer, aber manche dieser Rocker waren einfach nur Verbrecher. Dieser wilde und freie Lebensstil der Rocker oder auch Biker, wie man sie in Amerika genannt hat,
hat unheimlich viele Menschen fasziniert. Es wurde ganz viel über sie in Büchern und Zeitungen geschrieben und es wurden etliche Kinofilme über sie gedreht. Und das hat natürlich das Bild, was wir heute von den schweren Maschinen und ihren Fahrern haben, geprägt. Und auch heute noch gibt es überall auf der Welt Motorradclubs. Und in einigen von ihnen gibt es immer noch recht wilde und sogar kriminelle Rocker. Aber in den allermeisten Motorradclubs treffen sich einfach nur Menschen, die gerne gemeinsam Motorrad fahren. Fahren hat ja schon ganz gut geklappt. Aber was passiert eigentlich im Inneren eines Motorrads? Das finde ich jetzt mit Basti raus. Der ist Mechaniker und klärt mit mir die nächste Checkerfrage. Wie funktioniert ein Motor? Hey Basti! Jo, moin Julian! Morgen! Hier, kannst du mir gleich mal helfen, die Mühle reinzuschieben? Ja, gern! Und Schwung! Hier in der Werkstatt reparieren Basti und seine Kollegen alles, was an einem Motorrad kaputt gehen kann. Vom geplatzten Reifen bis zum defekten Motor. Okay, was fehlt denn jetzt dem Motorrad? Ist es kaputt? Das wissen wir noch nicht. Das werden wir jetzt rausfinden. Wir machen jetzt eine kleine Inspektion. Wir schauen uns mal alle sicherheitsrelevanten Dinge an. Mhm. Du sitzt ja jetzt schon drauf. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir kontrollieren als erstes mal die Beleuchtung. Dass ein Motorrad verkehrssicher ist, ist super wichtig. Deshalb testen wir alle Lampen, checken, ob die Reifen genug Luft haben und ziehen lockere Schrauben an. Und dann möchte ich noch unbedingt wissen, wie der Antrieb am Motorrad funktioniert. Das Teil hier ist der Motor. Und dessen Kraft wird dann über diese Kette und das Getriebe, also die Gangschaltung des Motorrads, zu einem Riemen am Hinterrad übertragen. Das schwarze Band hier. Das funktioniert ähnlich wie eine Fahrradkette. Wie funktioniert eigentlich so ein Motorradmotor? Können wir da mal reinschauen? In den jetzt nicht, aber wir haben drüben einen offenen Motor. Da können wir gerne mal reingucken. Ja, cool. Dann lass mal hingehen. Da wären wir. Da haben wir das gute Stück. Okay, das ist jetzt so ein Motorradmotor und hier ist er so aufgeschnitten, ne? Also normalerweise kommt dann da das Benzin rein, oder? Wie läuft denn das ab? Darfst du dir nicht als flüssige Flüssigkeit vorstellen, die da jetzt reingekippt wird. Das ist ein Benzin-Luft-Gemisch. Ja, wir saugen vor allem Luft an und wir spritzen eine ganz kleine Menge Kraftstoff dazu. Das Auf und Ab der Kolben bewegt den Motor. Dabei wiederholen sich bei diesem Motor hier, einem Viertaktmotor, vier sogenannte Takte immer wieder. Als erstes erzeugt der Kolben einen Sog. Durch ein Ventil strömt das Luft-Benzin-Gemisch in die Brennkammer. Dann macht das zu und komprimiert dieses Gas da drin. Dann wird durch die Zündkerze ein Funken erzeugt in dieser Brennkammer, der dieses ganze Gemisch zur Explosion bringt. Und das ist dann die Kraft, die genutzt wird, um den Kolben eben nach unten zu bewegen. Nach der Explosion drückt der Kolben die Abgase aus dem Motor in den Auspuff. Es gibt auch Motoren, die gleichzeitig Abgas ausstoßen und neues Gas zusammendrücken. Die heißen Zweitakter. Und dadurch erzeugen wir eine Auf- und Abwärtsbewegung. Okay. Und wandeln diese um in eine Drehbewegung. Okay, also wenn ich mir diese Kolben jetzt mal so vorstelle wie unsere Pedale beim Fahrrad, dann gehen die ja auch mal hoch und runter und durch meine Energie wird das Fahrrad angetrieben. Bei dem Motor vom Motorrad entsteht diese Kraft durch die Explosion. Genau. Ungefähr so funktionieren fast alle Verbrennungsmotoren, auch die in Autos. In einem Motor explodiert eine Mischung aus Luft und Benzin. Die Kraft der Explosion treibt die Kolben an und die wird dann auf das Rad umgeleitet. Gecheckt. Okay, also jetzt haben wir ja schon mal einiges gecheckt. Jetzt können wir doch eigentlich eine kleine Spritztour machen, oder? Ja, können wir machen, aber das ist nur ein Einsitzer. Achso. Hast du einen Motorradführerschein? Nee, ich habe einen normalen Führerschein. Ja, okay. Da habe ich auch was für dich. Ja? Ja, die steht draußen. Das ist ein ganz spezielles Modell. So, komm mit. Okay, wo ist es jetzt? Da hinten steht sie. Boah, die sieht ja mega stark aus. Boah, und die kann ich jetzt mit meinem Führerschein fahren, oder was? Ja, Mann, die blaue. Komm. Das ist die. Ja. Die finde ich auch cool. Auf geht's! Und zwar zu einem mega guten Ausflugsziel. Wir fahren zur Eisdiele. Das blaue Mini-Moped darf ich mit meinem Autoführerschein fahren, weil es einen kleinen Motor hat und nur 45 km/h schnell fährt. So! So, da sind wir. Holen wir uns ein Eis, oder? Freilich. Bin ich immer dabei. Ich geb dir eine aus, komm. Danke. Dann nehme ich aber 3 Kugeln. Ah. Vielen Dank für das Eis. Gern geschehen, ey. Haben wir uns auch verdient.
Ja, würde ich auch sagen. Danke, Basti. Hat echt Spaß gemacht. Viele Motorradmodelle, wie zum Beispiel die Straßenmaschine, auf der ich geübt habe, könnt ihr auch einfach im Verkehr beobachten. Aber ihr kennt bestimmt auch Rennmotorräder und Crossmaschinen fürs Gelände. Wow! Aber es gibt auch echt verrückte Motorräder. Schaut mal. Manche Leute bauen sich ihre Motorräder auch zu echten Kunstwerken um. Das nennt man dann ein Custom Bike. Sieht echt cool aus, oder? Aber damit zu fahren, stelle ich mir ehrlich gesagt ungemütlich vor. Und es gibt sogar richtige Motorradakrobaten und Akrobatinnen, die können zum Beispiel nur auf dem Hinterrad fahren. Das heißt dann Wheelie. Der Begriff leitet sich vom englischen Wort Wheel, also Rad, ab. Solche coolen Stunts sind aber nur auf einem abgesperrten Gelände erlaubt. Und auch für den Umbau von Motorrädern gibt es klare Regeln. Sehr laute Auspuffanlagen sind zum Beispiel verboten. Außerdem sollten Motorradfahrer und Fahrerinnen, egal mit welcher Maschine sie unterwegs sind, Lärm vermeiden und zum Beispiel nicht ständig Vollgas geben. Das ist nämlich bei Motorrädern besonders laut. Ich schaue mir jetzt in der Nähe von München eine ganz besondere Motorsportart an. Und dafür bin ich mit Trainer Flo verabredet. Zeit für die letzte Checkerfrage. Was ist Elektro-Trial? Wow, ey Flo, das sah ja richtig cool aus. Hi. Ey, fährst du so Motocross oder was ist das? Nein, das ist eine Trial ist das. Trial? Und was macht man da? Das ist Geschicklichkeitsfahren auf dem Motorrad. Du musst dir das so vorstellen, da geht es nicht um Geschwindigkeit, es geht mehr um Balance, um genaues Fahren, um enge Kurven, steile Auf- und Abfahrten, Baumstümpfe, alles, was du so im Hintergrund hier auch siehst. Cool. Ja, was mir auch aufgefallen ist, dein Motorrad ist gar nicht mal so laut, oder? Ist es ein Elektromotor? Das ist ein Elektromotorrad, ja. Und was ist da so das Besondere? Na, erstens ist es natürlich nicht laut. Das ist ganz, ganz klar. Zweitens stinkt es nicht, klar, hast keine Abgase. Voll cool. Und was ist sonst so besonders an so einem Trial-Motorrad? In erster Linie, dass es keine Sitzbank hat. Ach, du sitzt da nie drauf? Nein, mir fährt im Stehen. Warum? Damit du mehr Balance hast, dass du das Motorrad mit den Füßen auch ein bisschen in die Kurven legen kannst, da würde so eine Sitzbank einfach nur stören. Mhm. Und was noch? Ganz klar. Des Weiteren haben wir natürlich Stollenreifen. Richtig schönes, tiefes Profil, dass wir halt im Gelände mit Haftung haben und mit so glatten Reifen würden wir halt einfach nur wegrutschen. Mhm. Es ist alles sehr weich von der Federung her, damit wir natürlich über Wurzeln drüber fahren können. Und kann das jeder fahren oder brauche ich dafür einen Führerschein? Wie ist das? Führerschein brauchst du keinen, aber du brauchst halt ein Gelände dafür. Auf der Straße darfst du es nicht machen. Und das haben wir hier. Hey, mega. Okay, lass uns loslegen. Gut. Als erstes brauche ich ein Motorrad und natürlich Schutzausrüstung. Und bevor es losgeht, zeigt Flo mir noch die richtige Haltung auf dem Motorrad. Bergab, Po nach hinten, bergauf, Po nach vorne. Und immer locker bleiben. Wie mache ich denn jetzt die Maschine an? An ist sie schon. Ach so. Aber wir haben noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Das ist unser Abreißschalter. Den haben alle Maschinen dran. Den kriegst du ums Handgelenk. Mhm. Und erst wenn das Ding hier drauf ist die Maschine auch wirklich an. Für den Fall der Fälle, dass du stürzen solltest, geht der ab und dann ist die Maschine auch aus. Es bewegt sich gar nichts mehr. Okay. Wow. Genau, schau einfach mich an. Schau mich an. Boah, sonst fahrst du an mir vorbei. Boah. Und drehst hinten gleich wieder um. Ey, das ist ja der Hammer. Ey, das macht mega Bock. Und jetzt schaust du, dass du für ein bisschen Slalom vielleicht durchfährst. Füße schön entlasten. Slalomfahren trainiert das Gleichgewicht. Klappt ja schon ganz gut. Aber über das schmale Brett zu fahren ist schon viel schwieriger. Nicht geschafft. Juhu. Was hilft? Immer dahin gucken, wo ich auch hinfahren will und nicht auf die paar Zentimeter direkt vor dem Vorderreifen. Jawohl! Geschafft! Juhu! Ey, das macht ja mega Bock. Ja, das freut mich doch. Das ist doch schön. Ey, meinst du, ich bin bereit schon für die richtige Strecke? Da unten, ne? Ja. Lass es uns tun. Jawohl, cool. Tschup, tschup, tschup. Wow, wuhu. Wir fahren die etwas leichteren Wege. Trial ist Englisch und bedeutet Versuch. Denn bei jedem Versuch, ein Hindernis zu bewältigen, wollen die Fahrerinnen und Fahrer möglichst wenig Fehler machen. Was macht dir eigentlich am meisten Spaß daran? Sich irgendwelche Hindernisse rauszusuchen, wo man sagt, oh, da möchte ich jetzt, das möchte ich schaffen. Und sich dann wirklich den Mut zu fassen,
und dann trotzdem sich da dieses Hindernis rauf oder runter zu stürzen. Aber Trialfahren ist ja auch so ein Wettkampfsport, ne? Wie sieht denn so ein Wettkampf aus? Mit Pfeilen sind Tore gesteckt und durch diese Tore muss man durchfahren. Mhm. Und geht nicht auf Geschwindigkeit, sondern es geht auf Fehler. Man darf keine Fehler machen. Mhm. Fehler ist zum Beispiel, wenn du einen Fuß setzen musst. Fehler ist, wenn du Wenn ich so runtergehe mit dem Fuß. Genau, ein Fuß. Genau, ein Fuß ist ein Fehler. Wenn du einen zweiten Fuß setzt, sind es zwei Fehlerpunkte. Wenn ein Sturz oder wenn rückwärts rollend. Maximale Fehlerzahl sind 5. Prinzipiell sind die Sektionen sollten so gesteckt sein, dass es natürlich schwierig ist, das Ganze mit 0 Fehlern durchzufahren. Also das ist schon so auch gewünscht. Ja. Also selbst Profifahrer machen dann manchmal einen Fehler? Ja. Okay. Wenn alle 0 Fehler machen würden, wäre es ja langweilig. Stimmt. Ja. Ey, da hätte ich auch mal Bock drauf. Was hältst du davon? Lass uns doch einen Wettkampf machen. Ja, haben wir da genug Teamleute dann dabei? Habe ich was organisiert. Perfekt, okay, cool. Auf geht's. Flo hat die Kinder, die er trainiert, eingeladen. Das sind Niklas, Lukas, Clara, Stanze, Brandon, Magda und Walli. Und bevor der Wettkampf losgeht, fahren wir uns noch eine Runde warm. So Leute, Flo hat da hinten jetzt schon eine Sektion aufgebaut. Durch die Hütchen da hinten müssen wir gleich durchfahren. Und ich habe die Ehre, gegen hier das ganze Team anzutreten. Ich habe schon gesehen, die haben einiges auf dem Kasten. Habt ihr Bock? Ja! Glaubt ihr, ich werde gewinnen? Nein! Das glaube ich auch. Los geht's. Flo ist Schiedsrichter und achtet auf die Fehler. Wer die Füße absetzt, ein Tor verpasst oder stürzt, bekommt Strafpunkte. Bei 5 Strafpunkten ist der Fahrer oder die Fahrerin aus dem Rennen. Deshalb fahren alle super konzentriert. Aber manche Hindernisse sind so knifflig, dass doch ein Fehler passiert. Go! Jetzt bin ich dran. Drückt mir die Daumen. Das war schon mein erster Fehler. Jetzt aufpassen. Na Mist! Ein Sturz bedeutet 5 Fehlerpunkte. Aber ich fahre das Ding jetzt trotzdem noch zu Ende. Oh nein, 5 Fehlerpunkte. Elektro-Trial ist Geschicklichkeitsfahren mit dem Motorrad. Wer beim Wettkampf die Füße absetzt oder stürzt, kassiert Fehlerpunkte. Gecheckt. So, jetzt sollte die Maschine wieder laufen. Passt mal auf. Achtung. Wow! Alter! Oh Mann, ey! Das ist ja noch viel schlimmer als vorher. Leute, ich lasse da jetzt mal die Profis ran. Bring das Teil in die Werkstatt und für euch gibt es die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist ein Wheelie? A. Wenn ein Motorrad nur auf dem Hinterrad fährt. B. Wenn das Hinterrad beim Motorrad durchdreht. Oder C. Eine Haltestange für den Beifahrer. Na, habt ihr die Antwort gecheckt? Guckt mal. Wenn ein Motorrad nur auf dem Hinterrad fährt, nennt man das einen Wheelie. Richtig ist also Antwort A. So Leute, das war's zum Motorradcheck. Vielen Dank, dass ich heute mitfahren durfte. Ihr seid wirklich hammermäßig gefahren. Und als Belohnung habe ich noch einen Haufen Süßigkeiten dabei. Vielen Dank. Sollen wir die jetzt essen oder fahren wir noch eine Runde? Fahren! Würde ich auch sagen. Leute, und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Und ziemlich schnell kapiert, hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der gerne schleppt und auch mal verpennt, der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian.